Hier diese Eisgegend hier, diese Eispickelgegend. Dass wir jetzt mal hier hochgehen. Ich will mal gucken, ob ich diese ganzen Eisklötze da hinten abbauen kann oder auch nicht. Die wachsen ja eh immer nach. Ich glaube, das war die Spitzhacke. Kriegt man den damit auch klein? Ja. Gut, wir sammeln ja irgendwie merkwürdigerweise Schneebälle, wozu auch immer. Ja, ich bin auch gerade in die Wohnung rein und oh, ja, war jetzt nochmal in der Wohnung meiner Mutter, habe da noch ein bisschen was gemacht. Und ja, was soll ich sagen? Hab noch ein Sessel verkauft. Cool, wir kommen hier rüber. Einen alten Computersessel, der von meiner Mutter noch übrig geblieben ist. Und ja. Musste mal weg. Hier im Kinderzimmer hat das so viel Platz weggenommen. Und ehrlich gesagt, ich habe meinen, den ich mir damals geholt habe, den ich auch zurücklegen kann, mit dem ich mich auch zurücklehnen kann, auch darauf schlafen kann, habe ich jetzt wieder genommen. Und bin mit denen auch ganz zufrieden. Was will ich mehr? Mein Gewicht hält er aus. Ich darf nur nicht mehr als 120 Kilo wiegen, aber ich glaube, bis dahin, das wird nicht passieren. Weil der ist darauf begrenzt. Mal gucken, was haben wir denn hier von Edelstein? Oder? Mikrofon funktioniert, das ist super. Ist das schön. Wir können ja mal ein bisschen Ordnung schaffen hier. Machen wir mal auch die Truhen jetzt zum Beispiel. Da ist da was, dann ist hier was da. So, einmal hier. Gott, ist das hier meine Fresse noch weiter auseinander? Ich dachte, das hört ja nicht mehr auf. So. Hier. Okay, dann haben wir auch hier. Das sind bestimmt neue Samen. Ja, dachte ich mir. Weil wir können ja auch irgendwann wieder anbauen. Das wird wahrscheinlich ein Puzzlestück sein. Nee, auch ein Kleidungsstück oder irgendetwas. Möbelstück, Kleidungsstück. Ich habe noch nicht rausgefunden, was was ist. Und jetzt haben wir hier wieder irgendetwas. So, ein Rätsel. Ach, was das ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gold? Warum liegt das da? Warum liegt das da? So, den hier hinten auch. Dann hier. Und auch hier, das ist so, das ist die Hülle zur Eiskönigin. Ja, wir können ja, erstmal ein bisschen Ordnung machen hier, weil hier ist echt so viel Müll. Hier hat schon lange keiner mehr aufgeräumt. Rasenmäher bringt ja eh nichts. Da würde er ja einfrieren. So, hier. Das Holz. Dann hier. Dann da. Da hätte ich Mascar mitnehmen müssen. Hätte ich gewusst, dass ich hier schaufel. Dann hätte ich es gar mitgenommen. So. Mach mal auf die Kiste. Das ist schön. Oh. Pflücke eine Frucht einsammeln. Okay. Nicht wundern. Bei uns ist irgendwie heute Terror auf der Autobahn. Die Sirene, die ihr jetzt gerade hört, die geht schon den halben Tag hier. Wir leben auf dem Land und da werden die Leute mit der Sirene gerufen, die Freiwillige Feuerwehr. Und wenn die das hören, heißt es ab ins Auto, zur Rettungsstelle um die Ecke und dann los geht's. Sowas wie Pieper und so weiter. Das, was es in der USA oder auch hier in den Großstädten hier schon vor 20, 30 Jahren gibt, kennen die ja nicht auf dem Land.
Deswegen machen wir es immer noch mit Sirene, so wie es vor 50 Jahren war, damit auch alle informiert sind. Ja, das ist so, warum das so ist, damit ihr euch nicht wundert. Gut, haben wir jetzt hier oben aufgeräumt. Jetzt können wir hier wieder runter. Wo sind wir jetzt eigentlich hier oben auf der Karte? Ja, die eisigen Höhen. Aber wir wollten jetzt eigentlich noch, erstmal hier, sammle drei Gewürze. Wir wollten ja hier eigentlich noch mit jemandem quatschen, wa? Hört ihr die Sirene? Ja, ich glaube, das bleibt so andauernd. Nur anhaltend. Da oben ist er ja. Dann reden wir jetzt mal mit dem guten Mannequin. Und wollen mal schauen, wie wir das jetzt hier so alles handhaben. Solange meine Kleine schläft, kann ich ja hier noch ein bisschen spielen. Einmal mal eine Pause zu machen. Wer weiß, wo wir nachher hingehen. Außerdem muss ich noch ein Foto machen von meinen Unterlagen. Da, 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 da. So. Du bist Level 1. Eichstiel und Pfeifenputzer. Sammle die folgenden Materialien im Reich der Toy Story. Eichstiel und Pfeifenputzer. Ah. Okay. Ich dachte mir schon, dass ich das irgendwann mal hier wegmache. Ich mache erstmal die hier. Pfeifenputzer. Wozu braucht man sowas? Ach, der raucht ja, wa? Nicht gegen Rauch. Ich habe selber mal geraucht. Und wenn ich noch das Verlangen hätte, würde ich heute noch rauchen. Aber ich hatte letztes Jahr, ich habe sowieso schon so wenig geraucht. In den letzten 2 Jahren, seitdem meine Tochter da war, weil ich ja viel drinne war und hier und eigentlich, ich war ja nicht viel, weil ich ja immer mit meiner Tochter unterwegs war oder ob, ja auch drinne. Also beides eigentlich gleich. Und ja, bei meiner Tochter ist es so, ich rauche ja in der Nähe, oder nicht mal in der Nähe meiner Tochter eine Zigarette, also habe ich relativ wenig geraucht. Gut. Und ja, dann hatte ich letztes Jahr mal die Lungenentzündung gehabt. Und da hatte ich ja keine geraucht, weil es war für mich dann nur noch eine Qual gewesen. Und dann hatte ich gar nicht mehr Verlangen danach. Dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr darauf. Jetzt, wo meine Mutter ins Krankenhaus gekommen ist, als sie umgefallen ist wegen der Blutvergiftung, hatte ich eine geraucht, die hat mir aber nicht geschmeckt. Und als sie gestorben ist, jetzt vor kurzem, hatte ich eine geraucht. Aber das war dann auch nicht mehr so. Der, ja, ich habe hier noch 6, 7 Stangen, die quasi rumliegen. Ich lasse da, keine Ahnung, kannst du wegpacken. Weil ich nicht weiß, ob ich da vielleicht doch nochmal Lust habe. Ich weiß, es ist blöde, lass es. Ich weiß, diese ganzen blöden Sprüche. Aber ich mache das nach Gefühl. Wenn ich den Verlangen danach habe, dann rauche ich ihn. Aber im Moment habe ich absolut gar keinen Verlangen danach. Und auch der Geruch, der ist ein bisschen für mich anstrengend derzeit. Ich weiß nicht warum, also das ist irgendwie so merkwürdig. So ändert sich das nun mal, wenn man auch die Lebenssituation sich ändert. Gelbes Gänseblümchen. Da müssen wir aber zurück, wa? Sammle in Dreamlight die gelbe Gänseblümchen. Brauche ich nicht sammeln hier. Ich gehe jetzt mal zu meinem Haus. Meine Tochter macht aber heute. Sie ist so spät ins Bett gegangen, gespielt hat. Ich war noch in der Wohnung. Und habe hier und da noch was gemacht. Gelbes Gänseblümchen. Sogar gleich das Richtige rausgesucht. Erstmal kommen die hier rein. Okay. Wollen wir erstmal, ich sortiere, ich schmeiße erstmal alles raus. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. Seht ihr den ganzen Müll in meinem Inventar? Ich komme.
Ich bin dein Vater. I love you. Ooh. I love you. Yes, I do.